Moin, liebe FIFA-Zocker. Heute habe ich euch ein neues Video mitgebracht, in dem es um die freien Spieler gehen soll. Ich habe 15 freie Spieler mitgebracht, die das größte Wachstum in ihrer Gesamtstärke haben. Wir fangen an mit Alexis Vega. Er hat aktuell eine 77, kann hochgehen bis auf eine 83, also 6 Punkte. Kann er sich noch steigern, ist aktuell 24 Jahre alt, spielt linker Flügel, Stürmer und linkes Mittelfeld. 1,73 groß, 4 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Er ist sehr schnell unterwegs, also physische Werte sind sehr, sehr top bei ihm. Auch das Dribbling und der Abschluss, Weitschüsse, die sind soweit sehr, sehr gut. Er hat zudem noch Eigenschaften, wie zum Beispiel den angeschnittenen Schuss, den Distanzschuss, den Spielmacher und die Dribbeltechnik. Er ist bei mir aktuell schon bei einem neuen Verein, ist aber zu Anfang natürlich ein freier Spieler und wird euch zwischen, ich schätze mal, 40 und 50.000 Euro an Wochengehalt kosten. Nächster Spieler auf der Liste ist Yusuf Abdurizak. 62er Gesamtrating hat er aktuell, kann auf 69 hochgehen, spielt rechter Flügel, linker Flügel, 22 Jahre alt, 1,77 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß hat er und ist relativ schnell unterwegs, gutes Sprinttempo, gute Beweglichkeit. In Sachen Flanken muss er sich noch ganz klar verbessern. Hat die Eigenschaft Tempo-Dribbler und wird euch zwischen 3.700 und 5.200 Euro an Gehalt kosten. Der nächste Mann ist Bassam Al-Rawi, hat aktuell eine 68, kann hochgehen bis auf eine 75, 24 Jahre alt, Innenverteidiger, 1,76 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß hat er. Er ist relativ klein, dafür hat er eine sehr, sehr gute Sprungkraft, die das Ganze, glaube ich, gut ausgleicht. Und hat eine gute Freischusspräzision zudem und faire Zweikämpfe auch schon ganz gut. Und wird so im Bereich von 4 bis 8.000 Euro Gehalt kosten. Ist bei mir jetzt schon in dem Fall gewechselt. Nächster Spieler ist Homad Ahmed. Hat aktuell ein 68er Rating, kann hochgehen bis auf eine 75, ist 22 Jahre alt, ist linker Außenverteidiger, 1,92 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, ist vom Sprinttempo her sehr gut unterwegs, Antritt könnte besser sein, gute Ausdauerwerte schon und Verteidigungswerte im durchschnittlichen Bereich. Er wird an Gehalt 6.700 bis 9.300 Euro kosten. Der nächste Mann auf unserer Liste ist Kevin Alvarez, aktuell schon eine 73, kann hochgehen bis auf eine 80. 7 Punkte steigert er sich also. 23 Jahre alt, Rechtsverteidiger, 1,76 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Er ist sehr schön schnell für einen Außenverteidiger, würde ich sagen. Hat gute Passwerte, gute Zweikampfwerte, hat als Eigenschaft Grätschen und wird euch zwischen 14.000 und 22.500 an Gehalt kosten. Der nächste Mann auf unserer Liste ist Ahmed Souhail, 23 Jahre alt, hat aktuell nur eine 60, aber kann hochgehen bis auf eine 68. 1,82 groß, Innenverteidiger, rechter Außenverteidiger, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß hat er. Und gute Sprungkraft, gute Stärke hat er schon. Und die Eigenschaft Power-Freistoß, also auch ein Freistoßexperte. Und dieser wird euch schätzungsweise, ich denke mal so 1000 bis vielleicht 3.000 Wochengehalt kosten, relativ günstig. Der nächste Spieler auf meiner Liste ist Tarek Salman, 66er Gesamtrating, kann hochgehen bis auf eine 74, ist Innenverteidiger und linker Außenverteidiger, 24 Jahre alt, 1,79 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß hat er schon, sehr gute Tempowerte, gute Stärkewerte, gute Sprungkraft hat er und im Passbereich auch okay. Er wird euch zwischen 4.900 und 6.800 Euro im Gehalt kosten. Nächster Mann ist Michael Vaught, erster Torwart hier auf der Liste, hat aktuell eine 64, kann hochgehen bis auf eine 73, 1,96 groß, 23 Jahre alt, 1 Stern Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß. Ist schon ganz gut bei Hechten und hat die Eigenschaft zurückhaltend bei Flanken. Der nächste Mann ist Mohamed Ward. Er ist 65 schon stark und kann hochgehen bis auf eine 74, aktuell 22 Jahre alt. Spielt ZDM, Innenverteidiger, linker Außenverteidiger und hat zudem ja auch schon ganz gute Antrittswerte, gute Stärke und Sprungkraftwerte.
und eine gute Schusskraft. Ja, er hat zudem auch Distanzschütze als Eigenschaft und wird euch zwischen 4200 und 5900 an Gehalt kosten. Der nächste Mann ist Stefanos Kitos, wieder ein Torwart, 20 Jahre alt, aktuell nur bei 68, kann aber hochgehen auf nur bei 58, kann aber hochgehen auf 68. Er ist 20 Jahre alt, 1,86 groß, 1 Stern Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß. Er hat noch nicht wirklich die guten Werte. Bei Hechten ist es schon mal gelb zumindest. Er hat die Eigenschaft Flankenfänger und wird euch 1600 bis 2300 € an Gehalt kosten. Ja, der nächste Mann ist ein Innenverteidiger, interessanter Mann. Attila Muski, 62 Gesamtstärke, kann hochgehen auf nur 73, 1,88 groß, 22 Jahre alt. 2 Sterne Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß. Er hat sehr gute Sprung- und Stärkewerte schon. Ansonsten muss er sich im defensiven Bereich klar noch verbessern. Er wird euch zwischen 3.100 und 4.300 € an Gehalt kosten. Der nächste Mann ist Ibrahim Danlad, hat aktuell schon eine 68, kann hochgehen bis auf eine 79. Er ist 19 Jahre alt, er ist Torwart, 1,79 groß, relativ klein für einen Torwart, aber das sollte euch vielleicht nicht stören. Er hat schon hat 1 Stern Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß und hat dafür aber schon ganz gute Werte, die Reflexe schon auf 70 mit 19 Jahren. Das ist ein gutes Talent eigentlich. Und hat sehr viele Eigenschaften zudem. Lange Pässe, herausstürmen, Flankenfänger und Fußabwehr. Das hebt vielleicht die Größe so ein bisschen auf. Und wird euch zwischen 2600 und 3900 € an Gehalt kosten. Der nächste Mann ist Paris Polikarpou. Hat aktuell eine 60, kann hochgehen bis auf eine 72. 21 Jahre alt. ZDM-Innenverteidiger kann er spielen. Hat schon 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Hat ja physisch okay Werte, aber keine überragenden Werte. Generell keine überragenden Werte. Ist ja auch nur bei 60 aktuell. Er wird euch zwischen 2200 und 3000 € pro Woche an Gehalt kosten. Der nächste Mann ist Stavros Gavriel, hat aktuell eine 61, kann hochgehen bis auf eine 74. 20 Jahre alt, spielt rechter linker Flügel, 1,78 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Ist nicht wirklich schnell, überlegt man vielleicht den doch irgendwie im Zentrum einzusetzen. Muss man mal schauen. Er wird euch zwischen 3000 und 4200 € kosten. Ja, Platz Nummer 1 ist Stavros Georgiou, hat aktuell eine 55, kann hochgehen bis auf eine 70, also verbessert sich um 15 Punkte. Ist 17 Jahre alt, Stürmer oder Mittelstürmer kann er spielen, 1,83 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Hat einen, ja, nicht so wirklich guten Antritt, okay, würde ich sagen, gerade noch. Abschluss und Dribbling zählen zu seinen besten Werten, also da müsst ihr auf jeden Fall den Jungen mal noch spielen lassen. Dafür ist er extrem günstig, 650 € bis 950 € wird er ein Gehalt haben. Vielleicht ein Spieler, den man irgendwie mal so in der zweiten Reihe von der Bank starten lassen kann für die letzten Viertelstunde und für die letzten 15 Minuten. Das ist die Option für ihn. So, ja, das war auch schon das Ende hier meiner Liste. 15 Spieler, die sich ja, vom Wachstum her am besten entwickeln. Die ganzen Spieler kriegt ihr gesagt ablösefrei, da sie freie Spieler sind. Ihr solltet aber nicht zu lange warten in der Saison, sondern direkt am Anfang der Saison zugreifen, sonst sind die Spieler ganz schnell weg. Das habt ihr ja bei mir auch schon gesehen.